Beim Fotografieren deines Autos ist es zunächst notwendig, das Fahrzeug auf eine möglichst ebene Fläche zu stellen. Wenn du die App öffnest, musst du zunächst den VIN-Code eingeben. Die von uns entwickelte künstliche Intelligenz erkennt die Fahrgestellnummer des Autos, scannt die Nummer und fügt sie automatisch in die App ein. Nach dem Scannen liest die akustische Hilfe der App die VIN-Nummer zur Überprüfung vor. KNAD6. Es besteht aber auch die Möglichkeit, den VIN-Code manuell einzugeben. Rufe nach dem Speichern der Fahrgestellnummer das Funktionsmenü auf. Die erste Funktion ist das Ausschneiden des Autos aus dem Hintergrund, den du vor der Aufnahme des Bildes auswählst. Der nächste Schritt besteht darin, das zuvor platzierte Auto zu fotografieren. Bei diesem Schritt ist es wichtig, das Smartphone so gut wie möglich in Richtung des Autos zu positionieren, wo dir unsere App behilflich sein wird. Das Smartphone solltest du möglichst gerade auf das Fahrzeug positioniert haben. Die optimale Höhe beträgt 1,3 Meter über dem Boden. Bei diesem Schritt hilft dir unsere eingebaute Wasserwaage auf dem Bildschirm. Nachdem das gesamte Auto von außen fotografiert wurde, schneidet unsere künstliche Intelligenz das Auto aus dem Hintergrund, in dem es fotografiert wurde, aus und platziert es auf einem der in der Anwendung angebotenen Hintergründe. Alle Hintergründe werden von unserer Designabteilung hergestellt. Die nächste Funktion, die du auswählen kannst, ist die Politur. Bei dieser Option erkennt und entfernt unsere künstliche Intelligenz alle Verunreinigungen am Auto. Selbst Wassertropfen oder oberflächliche Kratzer werden automatisch verschwinden. Das nächste Feature ist die Felgenpolitur. Die künstliche Intelligenz erkennt die Felge und poliert sie optimal. Unsere KI kann ebenso die Stelle erkennen, an der sich das Autokennzeichen befindet. Somit können wir dein Logo oder den Wunschtext an dieser Position einfügen. Wurde das Auto in einer Halle mit Kunstlicht fotografiert, gibt es in der Anwendung eine Option, bei der die Expertenintelligenz die Blendung von Neon- oder LED-Lampen erkennt und entfernt. Auf Wunsch kann der Kunde auch eine Reflexion der Oberfläche hinzufügen. Der Innenraum ist ein wichtiges Segment für die beste und originalgetreue Präsentation des Autos. Beim Fotografieren des Innenraums wird unsere künstliche Intelligenz darauf trainiert, die Fenster zu erkennen, sie auszuschneiden und den Hintergrund einzufügen, den du in einem der ersten Schritte bereits gewählt hast. Um die Zeit des Fotografierens zu verkürzen, bietet unsere App die Möglichkeit, beim Fotografieren im 45-Grad-Winkel sofort drei Fotos zu erstellen. Eines vom gesamten Auto, das zweite vom Scheinwerfer und das dritte vom Rad in gleicher Qualität, sodass du diese Details nicht separat fotografieren musst. Wir haben auch die Option FIN-Setting erstellt, die dein Auto anhand der Fahrgestellnummer erkennt und entsprechend eine Einstellung für deine Automarke vornimmt. Diese Option kennzeichnet den ausgewählten Hintergrund. Um diese Option zu aktivieren, reicht ein Anruf an unsere Verwaltungsabteilung. Wir haben auch eine 360-Grad-Funktion entwickelt. Das neue Feature benutzt 12 oder 18 Aufnahmen, die in einer Bildserie das Fahrzeug darstellen können. Somit werden die Bilder in ein Video umgesetzt und der Kunde kann sich das Auto besser und realistischer vorstellen. Um diese Option zu aktivieren, musst du einen Plattform-Hintergrundtyp auswählen. Nach der Aktivierung fotografierst du mithilfe dieses Add-ons das Auto aus 12 Winkeln. Unsere künstliche Intelligenz schneidet jedes Foto individuell zu, fügt es auf die Plattform ein und erstellt dann ein Video, in dem sich dein Auto auf der Plattform zu drehen beginnt. Nachdem du mit der Aufnahme der Fotos fertig bist und unsere KI die Bilder in den ausgewählten Funktionen verarbeitet hat, speichert die App alle Fotos auf unserem Desktop-Panel. Auf jene Fotos kannst du jederzeit von einem PC zugreifen